Und damit herzlich willkommen zum nächsten Video. Heute gegen Hannover 96 in der Avidi Arena. Wie heißt die nochmal? Ich möchte jetzt keine Fehler machen, aber ich glaube, die heißt so, oder? Avidi Arena? Keine Ahnung. Ist jetzt auch egal. Ja. Das ist die Tabelle, die nackte Wahrheit. Gewinnen wollt gegen Hannover, sieht es ganz gut aus. Bayer Leverkusen hat ja, wie bekanntlich, uns ein Angebot gemacht, ob wir dorthin wechseln wollen. Ich habe erstmal Nein gesagt. Ich glaube, ich muss da nicht unbedingt hinwechseln. Also, ich habe, was ich habe. Jetzt hier so: Mevlüt Erdinç, 3 Tore in 3 Spielen. Der Türke, vielleicht ist er sogar im Aufgebot dabei gegen Frankreich. Das kann höchstwahrscheinlich sein, weiß ich aber noch nicht. Oder ist das kein Türke? Oder ist es ein Franzose? Ich glaube ein Türke, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Hannover hat ja Zieler bekanntlich abgegeben. Das heißt, heute Samuel Radlinger ist im Tor, kenne ich nicht. Und dann auch noch eine gute Mannschaft eigentlich. Aber wie gesagt, oder wie gesehen, sage ich jetzt mal, ist das Team nicht, also ist das Team nicht gerade gut, weil sie auf Platz 15 sind oder 14. Ja, heute habe ich alles so gelassen wie immer. Lascha Dembali für den verletzten Feng, der irgendwie doch noch nominiert wurde für die chinesische Nationalmannschaft, was ich nicht verstehe. Und Melvin Lorenzen spielt jetzt heute anstatt von Mugera. Ja, dann gehen wir da mal rein, ne? Und heute konzentriere ich mich mal mehr. Ich habe gemerkt, im letzten Video habe ich echt viel gelabert. Deswegen. Kajubi. Nein! Erdinç, da müssen wir echt aufpassen, dass der da nichts hinkriegt. Salif Sané, das war richtig clever gemacht und Tim Wiese ist da. Und der jetzt mit einem schnellen Ball auf Odegaard. Und Maxim Mohr, das ist sein Ex-Verein. Und Obina, und gute Parade von Radlinger und endlich mal ein guter Angriff hier von Duisburg. In den ersten Minuten. Obina versucht's, der wäre nicht drin, aber Radlinger hält auch ganz vernünftig. Wieder Radlinger. Christian Bielik. Ganz knapp. Trotzdem ein recht vernünftiger Versuch in diesem Fall. Pasak, sehr gut aufgepasst. Ein Freistoß für uns. Kajubi. Gegen Radlinger kann man so ruhig mal Fernschüsse versuchen, finde ich. Der ist vielleicht doch nicht so sicher. Ah, schlechte Annahme leider. Und dann wollte ich eigentlich gar nicht dahin spielen, Mann. Bali ist da, unser Georgier. Herr Lorenzen hat ja eher geschwächelt in der letzten Zeit, deswegen war er nicht so oft in der. Doch, der war oft, glaube ich, in den Kader, aber trotzdem gefällt mir das nicht. Er muss schon mehr zeigen, wenn er weiterhin Stammplatzgarantie haben möchte. Schmiedebach. Erdinç und Pass. Oh, Junge, das ist rot. Komm schon, das ist doch rot. Er gibt nur gelb. Leute, der ist doch da richtig in den Mann gegangen. Das kann doch nicht sein. Na gut, er hat versucht, den Ball zu kriegen, aber sah ein bisschen anders aus erst. Aber gut. Solange sich Paslak nicht verletzt. Der versucht auch mit das Spiel aufzubauen, sage ich jetzt einmal. Paslak läuft sich ein. Gut gemacht. Decken, Jungs.
Schön. Ach du Kacke, Wiese, da ist er. Ja, spektakulär. Ach du Kacke, das war schlecht. Klaus, Klaus, Klaus. Oh, da steht's fast 1:0. Was mache ich denn? Nächster Versuch, Tim Wiese ist da. Schöne Parade. Wiese ist nicht da und wir kassieren das 1:0. Oh nee. Was ist das für ein dicker Bock von Tim Wiese? Also, wenn es so langsam so weitergeht, dann sehe ich schwarz. Und das wirklich zu 100%, denn solche Niederlagen dürfen nicht sein. Lorenzen. Nee, das ist wenig. Das ist leider zu wenig. Die Jungs sind gar nicht mehr richtig motiviert, Tore zu schießen. Beziehungsweise hinten mehr zu machen. Weiß nicht, was man da jetzt ändern soll genau. Erik Wille. Bilic scheint mir doch ein bisschen, gerade ein bisschen abzubauen, sage ich jetzt mal. Kajubi. Odegaard. Und das gibt's nicht. Ah Mann, den sollte er doch mit Fuß schießen. Egal. Lascha Dwali ist da. Auch nicht. Jungs. Ach, da ist jemand verletzt. Nein, bitte nicht wieder eine kranke Verletzung. Dann sieht es richtig scheiße aus für uns. Der ist anscheinend wirklich verletzt. Das kann jetzt nicht sein, ne? Ja. Es ist. Bomo. Oh. Ist doch jetzt nicht wahr, oder? Die ganze Verteidigung ist jetzt verletzt. Warum? Was ist passiert? Bei diesem. Oh. Ja. Na gut. Rolf Felscher, ne? Der hat jetzt die Möglichkeit, sich zu beweisen. Aber das kann nicht sein jetzt. Jungs, kommt. Lasst euch jetzt nicht hängen. Das kann schwere Folgen haben, wenn wir jetzt nicht solche Spiele gewinnen oder einen Punkt zumindest holen. Salif Sané. Verteidigung bleibt gut stehen. Also die Verteidigung komplett weg, sage ich jetzt einfach mal. Keinen großgewachsenen Spieler mehr da finden. Wiese ist da, Wiese. Nur noch Lascha Dwali. Das gibt's doch nicht. Passlack. Jetzt müssen wir uns doch irgendwie aus der Krise hier irgendwie ja, herausschaffeln. Ach, kriegen wir nicht hin. Wir müssen jetzt volle Offensive ran. Felix Klaus, Tim Wiese, mach da jetzt was Vernünftiges. Wiese. Schöner Einsatz. Oh mein Gott, das ist Tim Wiese. Jetzt Martin Odegaard. Schöner Ballername von Viktor Urbina.
Wieder sehr schön auf Kajubi diesmal. Nein, ey, ich hätte früher passen sollen oder irgendwas. Rollfälscher, gut. Passlag, Junge. Komm. Er wollte es zumindest jetzt mal versuchen. Jetzt aber kommt Radlinger. Oh Mann, die Torhüter halten jetzt auch die Bälle alle fest. Kajubi. Wieder der Torhüter. Radlinger macht ein super starkes Spiel. Wer auch immer dieser Torhüter ist. Passlag, sehr schön. Weiterleiten, Jungs. Auf Viktor Urbina. Auch nicht. Marcelo ist da. Paslak. Lorenzen. Oh, Kajubi und wieder Radlinger. Die Chancen sind da, aber wir nutzen diese Möglichkeiten einfach noch nicht. Wird aber so langsam Zeit, dass wir die nutzen. Rolf Fälscher macht einen Foul. Oh, das gibt's doch gar nicht. Ah, komm. Er holt sich den Ball gegen Sorg. Ach, was soll ich da machen, Mann? Was genau soll ich denn da noch machen? Wir sitzen in der Krise fest, komplett. Sobiek. Vernünftig. Wiese. Jetzt nochmal Kajubi. Letzte Möglichkeit vielleicht. Noch ein Freistoß für uns. Da kann immer noch was gehen. Wir passen. Lorenzen. Nochmal. Rolf Fälscher. Mann, er kriegt den nicht vernünftig angespielt. Und wir verlieren das nächste Spiel. Das ist schlecht. Das ist ganz, ganz schlechte Leistung. Samuel Radlinger. Leverkusen verliert 4:2 gegen Mainz. Es ist eine deutliche Sprache auf jeden Fall gegen Leverkusen. Was ist da los, fragt man sich. Aber was ist mit uns los, ist immer noch die Frage. Wir können mal gucken, was mit uns los ist. Mit uns ist jetzt Platz Nummer 15 immer noch los. Die Hertha kann da jetzt noch was machen. Leverkusen ist total kaputt, angeschlagen. Wie willst du es nennen? Also, das läuft überhaupt nicht gut für die Leverkusener. Für uns läuft es auch nicht gut. Und gegen die Equipe Tricolor geht es dann auch gleich ran. So, wir machen das nochmal. Und nach der Equipe Tricolor soll mehr kommen. Das ist der Anspruch dieses Teams, finde ich. Dass da mehr kommt. Weil sonst wird es echt schwach, zu wenig werden, wie auch immer ihr es wollt. Das wird dann nichts. So. 4 Wochen, eigentlich nur 4 Wochen. Man kann noch mal auf die Tabelle schauen jetzt. Gut, die Hertha hat auch nicht mehr gewonnen, aber ein Sieg ist zu wenig. 4 Niederlagen sind dann doch schon wieder zu viel, ne? Wir müssen aufpassen, dass wir da jetzt nicht reinrutschen, denn dann kann es gefährlich werden. Aber gut, wir werden uns jetzt erstmal auf die Nationalmannschaft richten. Auf die türkische Nationalmannschaft. Genau, Erdinç habe ich auch mit dabei. Ich glaube, der wird auch heute, also wird eingewechselt. Kerim Frey. Ist das Kerim Frey? Ich schätze schon, ne? Erdogan. Also ich werde die Mannschaft auf jeden Fall für die Mannschaft gleich, also für das Spiel gegen Frankreich, gut einstellen. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis gleich. Bis dann.